Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Diablo 3 Reaper of the Souls. Ja, es ist endlich draußen. Am 25. März 2014 ist es rausgekommen, das Add-on, und ich spiele mit euch gemeinsam das Spiel komplett durch und auch noch weiter. Wir werden die Paragon-Levels stürmen und viele unterschiedliche Sachen machen, Challenges, Events, alles mögliche. Ihr dürft mich gerne atmen. Da müsst ihr wahrscheinlich hier, ja, Drago Basler als Freund hinzufügen. Und dann bekomme ich einen Post über. Dann könnt ihr mit mir chatten und so weiter. Das ist falsch. So. Ich werde neben dem Kreuzritter, den wir spielen, diese Zauberin spielen, und um euch den fünften Akt schon vorher zu zeigen zu können, damit wir damit ihr auf den Genuss vom fünften Akt kommt. Der sollte eigentlich sehr gut sein und ich hoffe es auch. Und ja, ich bin zwar schon Stufe 8 von Paragon, das ist noch von Diablo 3 Zeiten, aber wir können sie dann locker stürmen, und die hohen Level sind ja dann entscheidend, weil die dann sehr lange gehen und so weiter. So, ich zeige euch ein Einführungsvideo von Reaper of the Souls und hoffe, dass es nicht gesperrt wird oder so. Ich werde unten in die Kommentare die Copyrights und so schreiben, damit die wissen, dass sie nicht das Video sperren sollen und so. Ich hoffe es geht, sonst werde ich die Filmsequenzen nicht abspielen. Aber okay, wir werden es jetzt einfach mal machen. Wir werden Akt 5, der Schatten des Todes, abspielen. Bis gleich. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Los! Lauf! Finde den Nephalem!
der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Wahnsinnig geil. Ja, der Tod persönlich, der Maltael, kam auf die Welt Sanctuary und hat, ja, Erzengel Tyrael und viele der anderen Nephilim einfach mal so umgehauen, und jetzt liegt es uns an uns, diesen Maltael, den Garaus, zu machen. Dazu werden wir uns die neue Charakterklasse erstellen. Nein, ich muss erstellen. Gut. Ja, hier ist er, der Kreuzritter. Ein neuer Held, der ist ziemlich genau wie der Paladin aus Diablo 2. Und ich liebte ihn schon dort und werde ihn wahrscheinlich auch hier lieben. Und ja, was kann man über die Kreuzritter sagen? Sie sind ein Orden, der irgendwo im Osten Sanctuaris, also Sanctuario, ja, in einem Exil oder so gelebt haben, abgeschirmt von anderen, von den Paladinen und so, und sind jetzt bereit, ja, aufzubrechen und das Übel namens Tod den Garaus zu machen. Ja, eben, wenn wir neu starten, starten wir wieder Akt 1, müssen durch 2, 3, 4 und dann durch den 5. Akt. Und ja, bis dahin werde ich einfach mit der Zauberin den 5. Akt machen und dann mit dem Kreuzritter natürlich auch den 5. Akt. Aber bis dahin spielen wir eben den Kreuzritter und ja. Sobald ich dann mit der Zauberin so weit bin, werde ich den Akt 5 zeigen. Also wir werden ihn Drago Basler nennen. So. Und ab geht's ins Spiel. Sieht der schnuckelig aus. Ja, Spiel wird erstellt. Mit 12 leistete ich den Eid, verließ mein Zuhause und meine Familie. Als ich 16 war, starb mein Meister. Ich nahm sein Schild und seinen Namen an mich und wurde so zum Kreuzritter. Der Glaube war meine Rüstung, die Pflicht meine Bestimmung, die Feinde Zakharums zu vernichten. Ich schwor zu leben wie ein Kreuzritter und so zu sterben. Nun kehrt die Verderbnis zurück in die Herzen der Menschen. Ich erkenne es in den Augen der Wahnsinnigen und im Heulen der Verdammten. Ein gefallener Stern führt mich nach Westen zur Stadt Neutristram. Der Kreuzzug ruft mich. Und so folge ich. So, hier sind wir. Wir haben einen Morgenstern und ein Schild bei uns. Hier haben wir Zorn, das ist die Ressource für den Kreuzritter. Und damit kann man offensive Fertigkeiten wirken. Ja, und dann haben wir einen linken Maustaste-Skill.
Bestrafen ist physisch, 5 Zorn pro erfolgreicher Angriff, zerschmettert euren Gegner, wodurch er 200% Waffenschaden erleidet und erhaltet gestellte Sinne, wodurch eure Blockchance 5 Sekunden lang um 15% erhöht wird. Benötigt ein Schild. Und dann noch der normale Angriff. Ja, momentan haben wir wenig Skills. Die müssen wir dann alle freischalten mit den Levels. Ja, hier ist der rostige Flegel und ein Kreuzritterschild. Und hier sind die Stats. Die können wir dann alles später anschauen. Ja, gehen wir mal los. Okay. Das Schild glüht jetzt. Seid gegrüßt. Ich bin ein Kreuzritter der Zakarum und ich sah, wie ein Stern auf diese Stadt niederging. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ich mach kurz die Ding noch lauter, die Sprachlautstärke. So. Aber leider bringt es nicht sehr viel. Noch mehr. Es kommen immer mehr. Ja, ein bisschen besser ist es jetzt. Fast noch ein wenig zu leicht. Man kann hier den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Weil wir wollen schon ein bisschen Herausforderung. Okay. Ja, mit denen kann man reden. Ist aber jetzt nicht so der Hit, dann werde ich es nicht euch zeigen. Ja, jetzt können wir hier Sachen kaufen. Ich habe zwar Geld, aber ich mache es noch nicht, weil es einfach zu langweilig wird sonst. Und diese Ausrüstungssachen hier werde ich auch nicht kaufen. Ich meine ausrüsten. Oder einfach, wenn wir es mal dringend brauchen. Diese Slot werde ich aber verwenden. Aber auch nicht zu hart, damit wir einfach eine Herausforderung haben. Ich kann es leider nicht löschen, weil es am Account liegt, also dass jeder Account eine Truhe hat und so. Finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Ich möchte auch immer wieder neu anfangen und neue Herausforderungen haben. Aber eben, weil es alles online ist und alles online gespeichert wird, kann man da nichts ändern. Ich könnte ja mal ein bisschen... Oh, jetzt habe ich verlassen geklickt. Was habe ich jetzt verlassen geklickt? Machen wieder fortführen. So. Komm. Also. Ich wollte eben der Sound noch ein bisschen erhöhen. So sollte gut sein. Dann machen wir die Sprachlautstärke noch ein bisschen höher. Komisch, dass das hier nicht so geändert wird. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Okay, es wurde auch eine Ladder angekündigt. Ladder sind solche Ranglistensysteme und da wird es manchmal zurückgesetzt und oder in die Standardliga zurückgesetzt. Ich werde das auch dann mal ein bisschen antesten und schauen. Wir werden vielleicht zusammen, vielleicht auch im Livestream das machen. Aber eben bis dahin geht noch einige Zeit. Es wird im nächsten größeren Patch rauskommen. Und ja,
Wenn es soweit ist, sag ich euch Bescheid. So, hier ist die Lea. Hallo Lea. Seid ihr Lea? Man erzählte mir, dass ihr den gefallenen Stern überlebt habt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Ja, Zombies. Ja, die sind gleich easy wie die am Anfang vom Dorf. So. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Aha. Man muss nur putzen, dann ist es nicht mehr der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Zum Beispiel die Toten wieder zur Ruhe zu betten? Dabei kann ich helfen. Habt Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Die Stimme vom Kreuzritter erinnert mich irgendwie ein bisschen an einen Schauspieler. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Aber die Betonung, also die Sprache, also die Leute, wo das gemacht haben, ist richtig gut, haben es richtig gut hinbekommen. Das hat mich schon bei Diablo 3, also im Original, ohne Addon, schon recht gut gefallen. Und ja. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Ja, das Spiel hat eine relativ gute Story und hoffentlich auch immer Addon. Und ja, freue mich. Auch wenn die Story in einem Action-Rollenspiel, also vor allem in einem Hack'n'Slay, eigentlich nur Nebensache ist, hat Diablo 3 eine richtig gute Story für ein solches Game. Und ja, auch wenn es viel Kritik gibt, ich halte mich nicht an diese Kritik. Ich finde es gut und solange ich es gut finde, habe ich auch keine Kritik. Also, ja. Dann schauen wir hier mal. Ja, hat der Kay noch ein Buch hinterlassen? Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Ja, das sind alles so Bücher, Tagebucheinträge, Geschichten und so weiter, die zufällig überall eigentlich herumliegen. Mit dem Charakter könnt ihr, glaube ich, nur einmal ein solches Buch aufnehmen, aber man kann sie hier bei Tagebuch auch ja, immer wieder anhören und auch immer wieder aufnehmen, wenn ein neuer Charakter erstellt wird und so weiter. So, dann gehen wir mal. Ja, jetzt hör auf zu reden, blöder Priester. Hallo Rumford. Ich komme, um zu helfen. Wie können wir die lebenden Toten bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Habt Vertrauen, Hauptmann. Habt Vertrauen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Wäh. Die greifen die Barrikaden an! Noch mehr Zombie. Ich hab schon genug von euch. In jedem Game kreuzt ihr auf. Ja, da. Und pum. Scheußlichen Mütter. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Igitt. So, wir sind ein Level Up und haben
3 zu Stärke, 1 zu Geschicklichkeit, 1 zu Intelligenz und 2 zu Vitalität bekommen. Das sind die Stats, die Attribute. Und jede Klasse bekommt 3 zu einem Hauptattribut, entweder Stärke, Geschicklichkeit oder Intelligenz. Und 2 zu Vitalität. So, jetzt haben wir hier Level Up. Jetzt können wir wieder eine neue Fähigkeit auswählen. Hier ist Schildstoß. Stürmt auf euren Gegner zu und versetzt ihm so wie allen Gegnern in der Nähe einen Schlag. Verursacht 325% Waffenschaden als Heiligschaden sowie 300% der Blockschärfe eures Schilds als Heiligschaden. Ja, jede Fähigkeit hat dann noch 5 oder 6 Runen. Und